Oh. Fängt ja gut an. Na? Starten wir mal wieder in Mine Kraft rein. Hallo, hallo, hallo. So. Das wird jetzt verkleidet, denke ich. Und hier gucken wir mal, wie wir das gut einpacken können. So. Alles luppt. Hübsch. Okay, das wird dauern. Okay, genügend Speicher habe ich. Dirt habe ich noch. Okay, top. So.
Kann ich ein Delete? Nee. Building Gadgets. Hä? Wie funktioniert dieses? Okay, lassen wir das einfach. Oh, das wird wieder so anstrengend.
nutzen wir das Tool auch mal richtig. So. Okay, das kann man machen. Okay. Ha 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 ha.
Verdammt. Dankeschön. Hi, was geht? Soweit bei mir eigentlich nicht viel. Ich suche gerade die Motivation, das hier fertig zu bauen. Weil das funktioniert jetzt ohne Probleme mit der Fernbedienung. Dass das auf und zu fährt. Aber das Loch sieht halt noch kacke aus. Und ich will das hier noch hübsch bekommen. Und so, dass du von hier unten rein kannst. Genau. So. Und hier geht's dann weiter in die Eingangshalle. Ja. Aber ich nutze jetzt gerade den Bilder. So, ich muss hier noch mal eben was abbauen.
weil ich keine Lust habe, jeden Block einzeln zu setzen. Was, glaube ich, sehr verständlich ist. So, was ich jetzt vorhabe, ist auch noch mal ein bisschen was Hardcore-mäßiges. Ich räume jetzt hier ein bisschen auf. So. Ups. Das war eine Megamücke. So, und was ich jetzt hier mache ist, ich baue mir wie heißt das, eine Sicherheitsbarrikade. Damit, falls ich mal irgendwo lang buddel und auf roten Concrete stoße, ich sagen kann, oh, hier darf ich nicht weiter. So, das wird wieder unsere Absperrung. Ja, viel Spaß hier und schönen Abend. Und dann bis zum nächsten Mal. Dann kann ich dir hoffentlich mehr zeigen. Genau. Oh. Habe ich es geschafft? Was ist denn hier mit dem Crafter los? Extract dem Chest. Oh.
Destruct Insert. Verdammt. Schon wieder Verstopfung verursacht. Okay. Okay, also den haben wir schon ein bisschen eingepackt und dann...
Okay. Dann gucken wir doch mal, wie das hier hinten aussieht. Oh. Es fehlen Eier. Kriegen wir. No. Da. So, dann machen wir noch mal 3 Heated. 8. So. Okay. Schön. Schön. Noch schöner. Wie sieht das jetzt hier hinten aus? Langsam wird's... Oh, du Kacke. Ach, oh Gott. Ja, da ist noch ein bisschen was. Oh Mann. Das war nicht das Beste. Hier kann ich einfach vorsitzen.
Okay, ich sollte das, glaube ich, einmal schließen, um zu gucken, wo ich lang bauen kann. Okay, dann machen wir nochmal eben auf, dass ich das einmal komplett okay. Okay, dann. Ist 45. Dann müssen wir uns um diese Seite hier kümmern. Ha. Okay. Verdammt. Alter Schwede, bin ich heute durch.
So. So. Thank you.
So, Elevator. Elevator. Ich glaube, ich pumpe mich hier ein. Hin. Ist falsch. Hier rein. Okay, super. Dann haben wir die Sicherheitsvorkehrung. Das sind immer noch so viel. Alter Schwede, ey. Es ist alles voll. Holy Kack, ey. Oh. Okay. Ja. So, dann okay, dann kommt hier. Exportieren wir hier nicht einfach. Cover. French.
Okay. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal das ein bisschen mit den Frames. Ups.
Muss ich da einen anderen nehmen? Funktioniert das? Nee. Ja, wir sind dabei,
Ich hatte leider wieder mal Verstopfung. Nabben die erstmal. Ups. Ja, bei mir dasselbe. Übelst gestresst. Also Verstopfung eher in die Richtung, die Bienen waren kaputt. Aber, aber trotzdem war der Tag heute hart kacke. Ah, okay, dann geht das ja sogar noch. Aber heute fehlt irgendwie hart Motivation, das hier weiterzubauen. Beziehungsweise hier weiterzubauen. Das ist richtig schlimm. Oh nein. Ich glaube, das packe ich heute erst recht nicht. Ich glaube, da würde ich geistig bei kaputt gehen. Da müsste ich mich so anstrengen. Ja, Power habe ich ja jetzt schon bis Endstufe. Da habe ich die Spirited schon gebaut. Nice.
Vielleicht muss ich eine andere Mod nehmen. Connecting Glass. Das hier ist Connected Glass. Ich habe ja hier... Was ist, wenn wir normales Glas nehmen? Connected das vielleicht? Dass wir einfach jetzt hier... Pech haben? Ich glaube, das Tinted Glas geht nicht rein. Ja, denke ich auch. Ja, das ist echt schade. Ich hatte auch geguckt hier mit den Clear Glass, ob man da irgendwie was bauen kann. Also von wegen mit den Pens. Aber das geht auch nicht. Aber ich glaube, das hier... Sieht bis jetzt am besten aus. Das hat mehr was von einer Ampulle, ne? Finde ich. So, und wenn wir jetzt... Wie sieht das mit dem Hellen aus, wenn das leuchtet? So mit dem Glowstone drinnen, ne? So, und die andere Idee, die ich jetzt noch hatte hierzu, zu dem Turm, war, dass wir das Blut hier runterlaufen lassen.
landet hier irgendwie drinne und fließt dann hier lang und hier runter da rein. Ja, genau, das war auch die Idee dahinter. Aber ich glaube, das hier muss bodentief werden. Ja, das war nur eine Idee. Also ich bin mit dem Feuer auch sehr, sehr unzufrieden. Gerade am gucken, ob es irgendwas in eine andere Richtung gibt. Hey. Oh ja, das sieht besser aus. Okay. Oh.
weiß ja nicht. Ja, vielleicht finden wir ja noch was. Ich würde aber mal ganz fix kurz eine Pause machen. Und dann bin ich in 5 Minuten wieder da. Genau. Also, bis gleich und dann gucken wir mal weiter. Ja, denke ich auch. Okay, bis gleich. Hops.
Ich weiß definitiv, was du meinst. Kleinen Moment mal eben. Ist überhaupt Game Sound da? Hey. Alter. Nee. Wow, was ist denn jetzt schon wieder hier? Wieso ist denn lautlos? Oh Gott! Ja, toll. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Meinst du so? Ja, ne? Ich glaube, du kannst einfach mit... Glas kannst du, glaube ich, einfach
Jetzt hat es dieselbe Farbe wie die Augen. Okay, was ist, wenn wir jetzt noch Gray raufhauen? Das sieht irgendwie braun aus. Oder? Ja. Das denke ich mir auch gerade. Was ich mir auch gedacht hatte, war... Wenn man hier sowas nimmt, aber dafür müssen wir viel mit Mechanism bauen. Ja, Lava ist irgendwie immer so komisch. Flint and Steel.
Ja. Was ich jetzt noch gucken wollte, war wirklich, also, das hier finde ich noch nicht sehr gut. Aber, dass man hier vielleicht einen Halbkreis drauf macht und so gesehen hier die Mauer dann startet, die dann hier rumgeht. Hier wollte ich reinkreisen und dann hier lang gehen und hier auch wieder einkreisen. Dann könnte man... Okay, ich glaube, ich baue jetzt erstmal hier ein bisschen frei. Und hier oben ist 74, also 10. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, ich will das hier als großes Fenster machen. So. Blackstone. Die Blackstone-Kohlungs... Weeping? Wie sehen die denn aus?
Das sieht schon geil aus. Okay. Aber das, die hier könnte man in die Hallen einsetzen. So. Meinst du? Klar, hast recht. Hätte ich auch vorher mal drüber nachdenken können. Das könnte echt cool aussehen. Thank you.
So, ich will jetzt erstmal den Hintergrund bauen. Vielleicht. Oder das. Das können wir auf jeden Fall machen. Nametags haben wir. Das ist die Mitte. Hier setzen wir auch einmal die Mitte. Daran musste ich nämlich gerade denken. Dass man da einfach Wither Skeleton setzt. 1, 2, 3. 2, 3. So, jetzt haben wir die wenigstens einigermaßen groß. Woran ich gerade denken musste, war, dass man zum Beispiel noch nicht so baut. Ich glaube, die sind zu klein. Wenn wir hier jetzt aber ein Netherrack anzünden. Wäre aber irgendwie auch lustig, oder? Findet man hier die ganze Zeit von Wither Skeleton angegriffen. Ach, verdammt. So. Es gab doch diese. Ja. Auf jeden Fall. So, wie hieß das nochmal? Ich hab doch diese Pokebälle. Ja. Mob Imprisonment Tool.
Baba. Baba. Ruby und Lithium. Ich glaube, Gastiers brauchen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Ich war nur am Überlegen, wie wir das am einfachsten mit dem Rubber machen. Aber ich glaube, das Rezept hier ist hier wirklich am einfachsten. Natur 6K. Dann brauchen wir noch das hier. So, wo hängt es jetzt? Industrial. Ich glaube, ich entleere mal meinen Rucksack. Reisen wir mal eben zu Black Angel rüber. Der hat da Netherportal und brauche ich keins bauen. So ist ein Händler hier. Und Globus.
Muss ich von der anderen Seite. Hi, und wie ist gelaufen? Grüß dich. Ja, siehst du, sauber. So muss das. Freut mich, also Glückwunsch dazu. Dass du bald alles unsichtbar machen, alles unsicher machen. Also nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und jetzt steht ja nur noch die praktische an und vielleicht noch ein bisschen durch die Gegend fahren oder so. Ja, das glaube ich. Oh, sauber. Glückwunsch. Kannst ja richtig loslegen. Du meinst den Stein, wo die draufstehen? Den Stein? Eine andere Idee, die ich hatte. Okay, dann warte mal eben. Ich habe da eine andere Idee. Guck mal, wenn wir... So. So. Was ist, wenn wir die Frame-Blocks nehmen? Dann leuchtet es nicht durch. Aber wir können Glowstone reindrücken.
Ja. Ich bin da ganz eurer Meinung. Also, eine andere Idee, die ich noch hatte, war, warum baut man hier hinter nicht einfach einen Gang, zwei breit oder drei breit, holt sich den Wither Spawner, stellt die Spawn Range auf 3 oder so, baut hier noch eine Treppe ein. Dann können die hier hinter einfach langlaufen. Das heißt, man baut eigentlich eine richtige Mauer mit den Schießscharten drinne und alle paar Stück baut man irgendwie Wither Spawner. Ja, man könnte ja trotzdem hier irgendwo eine Kill Chamber einbauen. Also in die Türme zum Beispiel, wenn man hier an Randen in die Ecke, wo dann ein kleiner Turm ist oder so, wenn man hier einen Mob Grinder reinsetzt, da können die ja reinlaufen und dann werden die einfach weggesnackt. Und du kannst ja hier im Spawner selbst kannst du ja einstellen, wie viele spawnen dürfen. Also die maximale Anzahl der Entities. Genau. Und dann spawnen halt nicht mehr als 10 Stück. Und man kann halt hier einstellen, dass die Licht ignorieren. Wäre natürlich auch interessant, ob man die auf freundlich stellen könnte. Und wenn wir die Activation Rate hochjagen, auf 48, glaube nicht, wenn ich die Condition ignoriere, dann sollten nur Wither spawnen. Und Ofenrohr, nee, haben wir noch nicht rausgefunden. Da hatte ich noch nicht weiter geguckt. Also anscheinend können die durchschlagen.
wie sieht das eigentlich aus? Aber warum nicht? Wäre doch lustig. Wir sind doch hier eh die Festung des Bösen und mit dem Friedhof hoffentlich irgendwann mal. Wird doch fast dazu passen. Das ist natürlich blöd. Ja, ich war gerade im Überlegen, ob man das wirklich macht. Als Beispiel wäre dann das hier der Fußboden, ne? Dann kommt hier der Spawner und hier wieder Fußboden und dann halt Wand. Dann würden hier die, hier und hier unten die Skeletons spawnen. Dann würden die hier dahinter langlaufen. Man könnte das ja auch ein wenig bescheuerter umsetzen. Und das will ich jetzt mal ausprobieren. So. Rail.
Oh. Die heißt einfach nur Sophisticated Backpacks. Davon gibt es noch mehr Mods, aber du kannst da halt auch ja, genau. Du kannst da auch Add-ons für nicht Add-ons, sondern es gibt einmal Sophisticated Storage. Das ist dann für Kisten und so weiter und das gleiche halt auch für Backpacks. Und für beides gibt es diese Upgrades, die du bauen kannst und dann hast du Zusatzsachen. Ja, das heißt irgendwie Sophisticated. So, irgendwie so. Auf jeden Fall kannst du dann da auch noch extra Sachen einbauen, wie Tier-Upgrades, dass zum Beispiel in der Truhe viel mehr Items reinpassen. Das ist ganz nice. So. Genau, also du fängst mit einem normalen Rucksack an und den kannst du dann hier auf Eisen, Gold, Diamant und Netherite hochcraften. Und erhältst dann hier mehr und mehr Upgrades. Und es ist sehr entspannt, vor allem ich habe mir hier das Feeding Upgrade hinterlegt, deswegen sieht man mich auch im Stream nie essen. Weil der ist das immer automatisch. So. Ich hatte aber noch eine andere Idee. Was ist, wenn wir hier einfach ein paar Wither in Minecarts stecken und die hier langfahren lassen? An den Fenstern zum Teil vorbei. Ja. Okay, da hast du recht. Oh Gott.
Ich will hier aber... Da bin ich mir halt unsicher, ob das halt geil aussieht, wenn das hier einfach, wenn die hier so lang fließen, nach oben geschossen werden, hier lang fließen, runterkommen und dann hier wieder lang fließen. Das ist ein geiler Screenshot. Danke, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Moin. Was geht? Ich versuche gerade den Server zum Absturz zu bringen. Ich hoffe, das ist soweit in Ordnung. Ich versuche
Schwachsinn zu bauen. Anders kann ich das aktuell noch nicht betiteln. Es ist ein Experiment. So. Mist. Wäre auch eine Idee. Ja, aber das war jetzt gerade echt nur Idee, dass sie hier an der Mauer vorbei. Weil die andere Idee war dann einfach, dass sie hier drinnen stehen. Ja. Wie heißen denn die Pfeile?
Okay. Aber... So, ich werde da ja eh nicht in der Nähe sein, wahrscheinlich zur meisten Zeit. Deswegen will ich da nicht zu viele Viecher reinsetzen. Okay, das muss ich mir gleich mal angucken. Das hier oder was? Oh mein Gott, mir ist schlecht. Das wäre auch noch eine Idee mit den Vector Blades, Plates. Ach ja. Oh, die Ultra kann man gar nicht herstellen.
Ach. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Jetzt brauchen wir Dark Oak.
Oh ja, kann ich dir gleich mal zeigen. Gott, oh Gott. Oh, nochmal Night Vision. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Warum bin ich denn jetzt hier reingegangen? Ich brauche ein bisschen Eisen. Ein bisschen Redstone. Okay. Also. Du brauchst ein Stack Redstone. Du brauchst ein Block Obsidian. Du musst dein Magnet wegtun. Und du brauchst Bedrock. Positionierst du dein Obsidian da drüber, sodass du hier eine Lücke hast, nimmst dein Redstone, schmeißt es aus dem Inventar und heilst einmal auf das Obsidian drauf. Schon hast du Fluxdust. So kannst du das schneller machen und nee, so kannst du das am Anfang machen, aber wenn du ein bisschen weiter bist, kannst du auch als Untergrund den Fluxdust nehmen. Also den Block. Und oder wenn du noch weiter bist, kannst du auch einfach mit Productive Bee dir eine Fluxdust Bee herstellen. Aber meistens brauchst du für sowas halt ein Spawn Egg. Und da musst du halt ein Redstone Bee Spawn Egg von einer Obsidian Bee mit Item Conversion umwandeln. Ja, und sonst immer die Item Description lesen, ne? Ja, aber ich habe da auch echt hart lange dran gestruggelt, bis ich das rausgefunden habe. Mit dem Fluxblock geht das überall. Und Hi, Krienhafen. Ja, ich war da auch echt hart am Struggeln, aber das geht wirklich am Anfang einfach erstmal mit Bedrock und später dann einfach mit dem Flux.
Also das Einzige, was du hier halt machen musst, ist wirklich, kannst das so hinstellen, stellst dich hier vor und schmeißt es in den... genau. Und in der Nähe sollte kein Hopper stehen. So, wenn du das jetzt hier reinschmeißt oder draufhaust. Es kann halt auch passieren, dass der, hier, wie heißt er gleich noch? Das sich ändert. Also, es ist später mal der Plan, dass du, wenn du... Adulte Bienen hast. Irgendwo werde ich doch welche haben. Silkbee. Kannst du die hier reinschmeißen? Und dann werden die gestampft. Und dann bekommst du... Was ist denn jetzt hier? Gen. Ja, also wenn du bekommst einen Genbereich. Wo haben wir es denn? Moment, das ist einfacher. Also, du bekommst ein Gen-Sample und daraus entstehen dann verschiedene Gene. Also wenn du Bienen im Cage hast, kannst du mit Shift ja sehen, was für Stats die haben. Und ich habe mir hier zum Beispiel Quarry Bees geholt, wo die Stats fast das Maximum erreicht haben, bis auf Productive. Und die vermehrst du dann und dann kannst du nach und nach immer mehr bessere Bienen herstellen. Also deswegen habe ich auch bei mir alle Bienen ausgetauscht. Und dann kannst du mit den Genen zusammen einfach diese Treats herstellen. Die nutzen dann jeweils so ein 100%iges Gen-Sample, in meinem Fall. Und dann kannst du halt deine Bienen einfach upgraden. Und dann produzieren die noch mehr. Natürlich das Beste wäre, wenn ich irgendwann irgendeine Biene finde, die Produktivität very high hat. Und dann geht das hier noch mehr ab. Genau. Aber ich muss jetzt bei mir hier schon upgraden. Mit den Skulkbienen. Und es wurde zu viel Honig hergestellt. So. Ich habe jetzt schon 3,937 Millionen Honey. Zum Glück habe ich eine Infinity Storage. Ja, das ist halt so völlig abstrus irgendwann. Und jetzt, wenn du mit Mystical weitermachen willst, ne? Du kannst auch Essence Bean bauen. Also die müssen auch per Crafting Rezept hergestellt werden. Hier gibt es die Biene, dafür braucht man das Spawn Egg. So wird das dann hergestellt, aber die kannst du leider nicht breeden, soweit ich weiß. Ja genau, cannot breed
Among themselves. Aber wenn du die halt... Du kannst halt auch diese... Insanium... Die hier bauen. Die produzieren halt... Die Comps. Und daraus kommt die... So, wenn du dann auf dem Level bist, rattert das einfach durch. Da ist dann Mystic Agriculture nur noch ein Punkt von, du musst die Crafting-Rezepte bauen und das war's. Genau, dann. Das hier so bei dem ATM-Star, das Punkt, der Punkt hier, die Creative Essence, ist so, ja, die kann ich 5-mal am Tag herstellen oder so. Wenn nicht sogar noch öfters. Das ist dann so, ja, läuft. Die Rabbits. Oh, ich weiß, was du... Oh Gott. Oh, du willst die Soul Jars, ne? Oh, also... In dem Fall würde ich dir raten... Hol dir über Mob Grinder. Hier gibt es dieses... Diesen Mob-Swap. Und wenn du mit dem hier zum Beispiel einen Hasen findest. Aber es funktioniert jetzt. Ich. Zum Demonstrieren funktioniert auch jedes andere Viech. Oh, hast du in der Wüste geguckt? Oh mein Gott. Oh. Schicken, das könnten wir... Also... Da würde ich dann, wenn du ewig und 3 Tage gesucht hast, ne, würde ich da eh raten, mit dem Mob-Swap zu arbeiten. So, ich brauche jetzt noch einen Mob. Scharf. So, ich habe jetzt einen Rechtsklick auf den, auf das Schaf gemacht. Ich kann jetzt, lass mal weg. Ich kann jetzt hier GM Chicken Feed herstellen. Brauch dafür noch Mob Grinder. Einmal ein wenig Erfahrung. Bucket. Brauch nämlich einen Erfahrungseimer. Der kommt hier hin, der kommt hier hin. Da kriege ich GM Chicken Feed. Wenn ich jetzt ein Chicken habe, das damit fütter, kriege ich das Sheepspawn Egg. Und wenn ich jetzt natürlich noch einen Spawner habe, den ich nicht brauche, zum Beispiel ein Cave Spider Spawner, kann ich hier Schafe reinsetzen. Und die dann habe ich einen Sheep-Spawner. Also in deinem Fall würde ich dann einen Hasen-Spawner bauen. Das Wichtigste ist nur, die müssen mit Silk Touch abgebaut werden.
Ja, oder so. Das funktioniert natürlich auch. Und du kannst halt ein Spawn-Egg einfach reindrücken. Was du auch noch probieren kannst, ist, dass du hier das Nutrition Chicken Feed nimmst, womit du ein Delightful Dirt bekommst und das vielleicht in der Wüste aufbauen könntest. Das doch mal ausprobieren. Feedback. Oh, guck mal, da spawnen dann direkt Hasen. Also kennst du die Mob? Die Mod? Mob Grinding Utilities? Ja, genau dafür gibt es kein Rezept, weil du dieses Nutrition Chicken Feed herstellen musst. Das brauchst du mit 4 Eimern XP. Und das musst du dann einem Huhn verfüttern. Das können wir auch mal eben zusammen machen. Also, ich brauche 4 Stück. Genau, wie das Spawn Egg, nur dass du dann bekommst du ein goldenes Ei. Und dieses goldene Ei musst du dann auf einen 5x5 Feld Erde anwenden. Ist unabhängig, ob das mit Gras ist oder nicht. Oh. Aus. Bis auf das ME-Kabel. So. Das Hauptproblem ist nur irgendwann Hühner zu finden. Thank you.
Da. Happy Birthday, Taco! Genau, und jetzt haben wir hier ein goldenes Eck bekommen. Jetzt kannst du das einfach setzen und dann drehen die hier durch. Genau, und mit Silk Touch kannst du das wieder abbauen. Ja, das sollte ich demnächst auch mal machen. Ja, das Happy Birthday ist echt verwirrend. So, und das hier wollte ich noch machen. Ja. Ich sollte das definitiv mal machen. Ei. Wow. Du kannst mit den Leuten nicht handeln, wenn die auf dem... Okay. So, ich muss Feierabend machen. Genau. Morgen werde ich leider nicht streamen. Da habe ich um 19 Uhr. Oder vielleicht, weiß ich nicht. Nee, ich habe morgen um 19 Uhr, ich muss mal gucken, Krankengymnastik. Und weiß noch nicht genau, wie ich dann wieder zu Hause bin. Genau, das ist dann so die Problematik. Aber ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs am Start sein und eine gute Nacht und bis morgen oder Freitag. Freitag dann wieder richtig schön lange. Genau, also gute Nacht und auf Wiedersehen. Dankeschön, Krähenhafen. Genau, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao und auf Wiedersehen.